Am 06.06.2016 traten der syrische Pianist Ayman Ahmad und der irakisch-kurdische Gitarrist Balin Abbas vor rund 400 Zuschauerinnen und Zuschauern im Göttinger Dotz auf. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Refugees in Concert Plus sollen geflüchteten Künstlern in Göttingen eine Bühne geboten werden, um so zum Verständnis zwischen den Kulturen beizutragen. So eingangs der Veranstalter Lukas Drögemeier. Refugees in Concert Plus entstand im Rahmen eines Seminars der Universität Göttingen. Dem Team rund um den 24-jährigen Studenten gelang es zusätzlich mit Barin Abbas Beispiele zeitgenössischer kurdisch-irakischer Musik zu präsentieren. Ayman Ahmad wurde über Syrien hinaus durch seine Konzerte in den Ruinen Damaskus als Pianist bekannt. Nach seiner Flucht über die Balkanroute nach Deutschland trat Ahmad in München und Bochum auf, wofür er 2015 den internationalen Beethoven-Preis erhielt. In Liedern über Trauer und Sehnsucht, über die Rose Damaskus, die er verlor, stellt Ahmad den oft sterilen Bildern aus syrischen Kriegsgebieten ein emotionales und subjektives Gegenstück entgegen und hilft, die menschliche Tragödie des syrischen Bürgerkriegs zu begreifen. Die mit Witz und menschlicher Wärme gespielten Interpretationen von Beethoven und Mozart, von Alle meine Entchen und der Titelmelodie von Super Mario stehen als Zeichen dafür, auch nach 5 Jahren Bürgerkrieg die Hoffnung auf Frieden in Syrien nicht zu verlieren. Ja, alles hat angefangen im April dieses Jahres, wo wir den CES-Kurs besucht haben, Projektteams leiten und entwickeln. Und wir sind 9 interdisziplinär Studierende, die eben sich überlegt haben, sie möchten gerne ein eigenes Projekt realisieren und umsetzen. Und das fing halt an von der Idee zum Projekt sozusagen. Und dann haben wir ein bisschen gebrainstormt, was wir gerne für ein Projekt machen wollen würden. Und dann ist uns eine gute Idee gekommen. Und uns war relativ schnell klar, dass wir irgendwas mit Flüchtlingen machen wollen und irgendwas mit Kunst und Kultur. Und ja, nach 3 Wochen ungefähr sind wir dann eben auf die Idee gekommen, lass uns einfach ein Konzert organisieren, bei dem wir geflüchteten Künstlern eine Bühne bieten. Also die Kommunikation war zum Anfang ein bisschen schwierig. Wir haben über Facebook kommuniziert und das Problem ist, er ist unglaublich unterwegs und kann deswegen eigentlich nur vom Handy ausschreiben. Sein Handy ist aber auf Arabisch gestellt, was dazu geführt hat, dass er, ja, also wenn er geschrieben hat, hat er eigentlich immer auf Arabisch geschrieben oder Texten, hat er Sprachnachrichten gesendet. Die konnte ich zuerst nicht öffnen und habe dann versucht, auf Englisch zurückzuschreiben. Er meinte, naja, ich kann zwar Englisch sprechen, aber nicht lesen, so das klappt nicht. Und dann hat schon dieses typische Language Barrier Problem. Wir haben einen als unglaublich netten Menschen kennengelernt. Letztendlich hier im Konzert auch als ziemliche Rampensau, würde ich sagen. Also ich habe ihn heute zum ersten Mal live kennengelernt und er ist eine unglaublich tolle Person. Also dafür, was er alles erlebt hat, ist er eine unglaublich offene, herzliche und enthusiastische Person, was wir, glaube ich, so alle nie gedacht hätten. Und er begeistert einfach so sehr mit seiner Musik, seiner Kunst. Das ist unglaublich, was für eine Präsenz er einfach als Mensch hat.